Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es gibt 8 Achtelfinalpartien. Ich habe mich jetzt für diese 4 entschieden. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Beziehungsweise, naja, es ist jetzt nun mal so, da lässt sich jetzt auch nicht mehr viel dran rütteln. Viel Spaß, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Köln gegen Hamburg. Der 1. FC Köln trifft am Dienstagabend im DFB-Pokal auf den Hamburger Sportverein, die Rautenelf. Sicherlich als Außenseiter hier, aber Köln zeigte sich in der Defensive besonders anfällig gegen den FC Bayern München. Das wollte der HSV ausnutzen hinten, aber war die Raute selber dann anfällig. Und sie kassierten in der 4. Minute schon das 0:1. Torschütze natürlich Anthony Modest. Aber der HSV, er kam dann besser rein in diese Partie und er spielte sich auch Möglichkeiten. Reis kratzt den Ball von der Linie. Bakary Yatta wird nicht angegriffen. Meffert, der hat das Auge für Kittel und der sieht Ali Du. Ein Paukenschlag kurz vor dem Seitenwechsel, der hätte um ein Haar auch den Ausgleich bedeutet. Was für eine Schusstechnik. Ali Du, der steht im Fokus und zeigt hier, warum eine brillante Schusstechnik hätte den Ausgleich verdient gehabt und das wäre auch tatsächlich in Ordnung gewesen. Eine ausgeglichene erste Hälfte. Die Geißböcke im zweiten Abschnitt, aber aktiver nach vorne. Schaub zu Marc Uth, 2:0, 51. Minute. Gleich mal ein Stimmungskiller für den Hamburger Sportverein. Denn da jetzt nochmal zurückzukommen, das dürfte doch ziemlich schwer werden, zumal der 1. FC Köln das jetzt ganz locker, ganz souverän runterspielte. Man merkte, sie hatten noch was wieder gut zu machen nach der Niederlage gegen die Bayern. Jetzt schlugen sie nur 5 Minuten später nochmal zu Andrzej Duda mit dem 3:0. Heuer Fernandes ein weiteres Mal überwunden. Der HSV hatte sich nun seinem Schicksal ergeben. Die richtigen großen Einsätze, sie waren nicht mehr zu holen. Da hieß es nun auch schonen. Das 4:0 von Marc Uth bedeutete auch den Endstand. Es hieß schonen für das am kommenden Freitag stattfindende Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Da geht es dann tatsächlich darum, wer wird am Ende aufsteigen. Ganz wichtiges Duell. Heute war der 1. FC Köln besser. Die Ausgangslage ist doch relativ klar und deutlich. Der FC St. Pauli ist klarer Außenseiter im Pokalduell mit dem BVB. Aber zumindest sind die St. Paulianer aktuell Tabellenführer in der zweiten Liga. Aber Dortmund nach dem 5:1 gegen Freiburg extrem selbstbewusst. In der Defensive zu Beginn aber tatsächlich etwas sorglos. Die erste große und gute Chance gehörte den Gastgebern. Daschner zu Becker, der bedient Marcel Hartl. Der scheitert hier aber an Marvin Hitz. Der BVB brauchte seine Zeit. Dann ist es Erling Haaland, der legt raus zu Reus, der legt quer zu Hazard. Tolle Kombination. Viertelstunde von der Uhr und die Favoriten gehen in Führung. Der erste Abschluss, aber das ist eben diese bestechende Qualität beim BVB im Offensivspiel. Die brauchen dann auch nicht viel. Und nun spielten sie mit dem FC St. Pauli zum Teil Katz und Maus. 2:0, 27. Minute, Erling Haaland. Klar, der darf auch nicht fehlen. Vasil ist noch dran, lenkt den Ball aber nur noch an den Innenpfosten. Doch der FC St. Pauli, er zeigte sich von seiner besseren Seite nach vorne. Finn Ole Becker, 41. Minute, der Anschlusstreffer. Plötzlich war es wieder offen, dieses Duell. Marvin Hitz aus kürzester Distanz geschlagen. Mit diesem Ergebnis ging es erstmal in die Pause und aus dieser kam der FC St. Pauli richtig gut raus. Becker sehr aktiv. Dittgen legt sich den Ball stark vorbei. Auch ein guter Abschluss aus recht spitzem Winkel. Deswegen muss den Marvin Hitz auch haben in der 48. Minute. Der daraus resultierende Eckstoß brachte nichts ein. Dann wurde der BVB aber wieder aktiver. Sie wussten, dass sie hier etwas
tun mussten. Reus zu Bellingham abgefälscht und aus der Traum beim FC St. Pauli. Bellingham unglücklich von Ziyech abgefälscht. Fraglich, ob ansonsten Nicolas Vasi den auch gehalten hätte. Wahrscheinlich nicht. Der BVB hatte dann noch einen. Jude Bellingham, Doppelpack, 73. Minute. 1:4. Damit auch ein standesgemäßer Endstand. Etwas zu deutlich vielleicht am Ende. St. Pauli hielt lange Zeit gut mit. Am Ende des Tages ist dieser Sieg aber dennoch natürlich vollkommen verdient. Am Mittwochabend empfing Hannover 96 Borussia Mönchengladbach. Das ist auf dem Papier eine ganz klare Angelegenheit. Hannover zumindest aber formstark in der zweiten Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, die tun sich einigermaßen schwer. Gegen Bayern gab es einen Sieg, gegen Leverkusen dann eine Niederlage. Und hier war es erstmal Hannover 96 mit der Erstmöglichkeit. Sebastian Kerk, den kann man gerne mal reinmachen. Aber traditionell tut sich Gladbach schwer in Hannover. Das war auch in der jüngeren Vergangenheit so. Borussia Mönchengladbach auswärts bei Hannover, das ist nicht immer zwangsläufig ein gutes Omen. Und so auch nach diesem Eckstoß die nächste Chance für Hannover 96. Im Anschluss übernahm dann aber die Fohlenelf das Regieamt. Sie mussten jetzt mal was nach vorne bringen. Leiner, Neuhaus, guter Pass zu Embolo, der scheitert an Zila. Manu Kone setzt aber nach und drückt ihn über die Linie per Kopf. In der 16. Spielminute dann das 1:0, kam doch ziemlich überraschend. Eigentlich hätte Hannover führen müssen, aber so ist das nun mal mit der Abschlussstärke oder eben Schwäche. Und wenig später das 0:2. 24. Minute, Manu Kone mit dem Doppelpack. Was für ein Abschluss. Den kann Ron-Robert Zieler dann auch nur noch hören. Auch wenn er zentral kam, hatte eine unglaubliche Wucht dieser Schuss. Und Hannover wusste jetzt gar nicht mehr, wo oben und unten ist, wo vorne und hinten zu sein scheint. Embolo drückt ab hinein in den Winkel. Das waren aber teilweise auch fantastische Tore, da kann man als verteidigende Mannschaft auch nicht mehr so viel machen. Und der nächste wuchtige Abschluss, Breel Embolo, sogar noch mit dem 4:0 in der ersten Halbzeit. Das hatte sich lange Zeit so nicht angedeutet, vor allem nicht in der Deutlichkeit. Und das ist für Hannover doch ziemlich bitter. Das Spiel war natürlich gelaufen, da musste man sich in keinem Fall irgendwas vormachen. Borussia Mönchengladbach setzte kurz nach der Pause nochmal einen drauf durch Lars Stindl, der das 0:5 erzielte. Dann zogen sich die Gladbacher aber auch zurück. Hannover kam aber nicht mehr zum Ehrentreffer, den sie auf jeden Fall verdient gehabt hätten. So endet es doch deutlich mit 0:5. Hannover muss sich aus dem Pokal für dieses Jahr verabschieden. Bundesliga-Duell, Berlin-Duell im DFB-Pokal. Und hier wollen am Ende beide Mannschaften hin. Hertha BSC und Union Berlin wollen das Finale im Olympiastadion dann ausführen. Aber es kann maximal einer von beiden das tun, denn für einen ist hier Schluss. An diesem Mittwochabend die erste Chance gehörte Union Berlin. Auch ja eine spezielle Ausgangslage, dass tatsächlich Union als zumindest leichter Favorit in dieses Duell hineingeht. Die Hertha kam dann auch zu besseren Abschlüssen. Belfodil, der abdrückt, muss er eigentlich reinmachen, trifft aber nur die Oberkante der Latte. Renault schaut hinterher, hier hätte er natürlich nichts mehr ausrichten können. Wenige Augenblicke später, Eckball für die Hertha. Darida kurz auf Richter. Der tanzt da ein Spieler aus. Khedira ist es. Und Müziane Maolida macht das 1:0 für die Hertha. Das freute vor allem Taifun Korkut. Aber es brachte die Elf von Urs Fischer nicht ins Wanken. 31. Minute Ausgleich. Genki Haraguchi. Achtung, aufgepasst. Ausgerechnet Haraguchi hat bei der Hertha auch einige Jahre verbracht.
vor der Pause, aber noch einmal die Hertha mit Maolida. Doppelpack, 36. Minute, 2:1, die erneute Führung. Lange hatte also der Ausgleichstreffer von Haraguchi nicht Bestand. War etwas ärgerlich aus Unioner Sicht, aber das ging schon durchaus in Ordnung, dieses Ergebnis. Die Hertha wirkte etwas frischer an diesem Abend. Richter zieht in den Strafraum ein, bringt den Ball in die Mitte. Baumgartel unglücklich zu Ekelenkamp. 3:1, 53. Minute. Dann ein Zweikampf mit Belfodil, und selbst wenn Belfodil dran gewesen wäre, es war kein Abseits, wäre es so oder so nicht gewesen. Daher das 3:1 und damit schon die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss kam aber nochmal Union, wieder Haraguchi. Schwolo pariert, verhindert das 3:2 und dadurch eine mögliche spannende Schlussphase. Sie kam nicht mehr, 3:1 das Endergebnis. Die Hertha träumt vom Finale daheim. Union Berlin ist raus. Jo, das war's mit der Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.